was läuft, meine Freunde? Willkommen auf mein erstes YouTube-Video. Ich nehme euch ein bisschen mit in meinen Alltag, in mein Training, in mein Privatleben, mein Lifestyle, alles drum und dran, dass ihr ein bisschen mehr Einblicke von mir bekommt. Und ja, Mann, jetzt starten wir mit dem ersten Video. Abonniert diesen Kanal, liked, kommentiert, wie auch immer, so. Und ja, Mann, let's go. 2-1, warte, wir haben noch 3 Stunden. Ich falls mein Trainer das sieht, das ist 3 Monate vor meinem Kampf gewesen. Was geht ab? Wir sind hier bei mir in meinem Trainingsstudio mit Arian und seinen Kollegen. Wir werden heute auf jeden Fall an seiner Explosivkraft arbeiten. Wir haben jetzt noch 3 Wochen to go, bevor es zur Fight Week geht. Und deswegen müssen wir jetzt gucken, dass wir die Explosivkraft reinkriegen, konditionell das Ganze noch ein bisschen besser machen. Und wird auf jeden Fall eine Menge Spaß geben heute. Und dann wieder linker Schritt, linke Hand, linker Ellbogen, aufdrehen. Ja, einmal ranziehen und dann hier können wir rübergehen. Hier wieder in den Sitz rein. Dann hebt ihr hier dreimal die Hüfte, ohne zu sehr rüber zu kippen. Das heißt hier 1, 2. Ihr habt ja einmal diese Druckbelastung, wenn ihr irgendwie greift und zieht oder wenn ihr irgendwie von euch wegdrücken wollt, dann habt ihr die Muskulatur immer auf Spannung. Das heißt, wir machen eine Übung, wo ihr die ganze Zeit auf Spannung seid der Muskulatur, danach aber eine Übung, wo ihr gleich diese Explosive habt vom Kämpfen, dieses, dass ihr nach so einer Situation euch löst trotzdem. 10 Sekunden, 1, 2, 3. Schnappt euch eine heftige Dings, 30 Sekunden. Hoch. Komm, Power. Auf geht's, komm. 4, 5, 6. Hier 2 Seconds. Let's go. 3, 4, 5. Okay, jawohl, richtig gehen. Komm. 2, auf geht's. 3, 4, 5. We got 5 Seconds. 8, 9, 10. Push. Fast habe ich in die Bundesliga geschafft, aber ihr wisst doch, Kniepe, Kreuzbandriss gehabt oder sonst irgendwas, wie die meisten sagen. Deswegen, soll ich mal ein paar Skills zeigen? Ja. Der hat damals für die schwedische, nee, norwegische Nationalmannschaft gespielt. Glupen Norwegi? Cool. Mit Haaland. Der Bruder war talentiert im Fußball und danach hat er. Der ist selber mit Chai, ihr wisst ja was, Tee. Der hat eine Verbrennung bekommen, 3. Grades, glaube ich. Also, ja, aber nicht. Also, ganz, ja, ja. Bro, what you doing, man? Also, der war wirklich so ein begabter Fußballer. Der war ein Jahr draußen, also, das hat ihn richtig auseinandergenommen, diese Verbrennung. Und danach hat er auch ein bisschen MMA probiert. Und MMA hat ihn Spaß gemacht. Und jetzt ist er auf jeden Fall einer der talentiertesten Jungs. Weltmeister geworden in Kosovo, in der IMAG. Also, hat die Goldmedaille geholt für Kosovo. Weltmeister im MMA. September hat er seinen ersten Profikampf gemacht. Hat ihn auch nach 28 Sekunden ausgenockt. Also von dem Mann wird man auf jeden Fall sehr, sehr viel hören. Genau. Hier, tick, pack. Okay. That's the first time I see. 6, 7, 7, 2, 0, yeah? And then when you go landing, do this, because 4, 3, 2, 1, okay. Next count, 7. Oh yeah. Yeah, so that's what you say. Come here.
drei Wochen frei. Ja, wir schreiben nochmal, weil ich gleich habe ja zwei wichtige Termine. Ja, alles gut. Kampfsport. Alles geben, wir gucken mal, was dabei rauskommt, egal was man macht. Jetzt fahren wir in Dinge, in diese Kältekammer. Und dann gucken wir mal, was heute Abend abgeht. Wir gehen was essen. Wir haben noch ein paar Sachen auf dem Programm. Aber ja, meine erste Einheit ist vorbei. Und jetzt geht's weiter. Nach dem Training gehen wir jetzt eine Runde in die Kältekammer. Let's go. Let's go, yeah. Let's go. Okay? Und jetzt gehen wir in den Gym, gucken mal, was abgeht. Vielleicht tue ich kurz meine Haare schneiden. Dann gehen wir was essen, ja? Und dann abends wieder Training. Und so ist halt der Tagesablauf bei mir. Jeden Tag Training, Training, Training. Oh. Der hat extra diesen Stuhl, guck mal, diesen Stuhl hat er extra geholt für mich. Einfach nur, dass er mir diese Haare schneidet. Der macht sein Profidebüt, sein Gegner ist 5-0. Also für ein Profidebüt gegen einen 5-0er zu kämpfen ist auf jeden Fall gut. Zorro ist auf jeden Fall ein sehr, sehr starker Junge, der auf jeden Fall in Zukunft auch einiges zeigen wird. Und vor allem jetzt ist er zu uns, hat sich uns angeschlossen. In der Zukunft werden auf jeden Fall viele, viele von uns einen großen Namen machen. Also sehr ehrlich, warst du aufgeregt bei deinem ersten Profidebüt? Erste Profidebüt, ja, Bruder, natürlich, man ist immer aufgeregt. So, am Anfang so war ich echt aufgeregt. Aber ich sag dir ehrlich, meine letzten drei Kämpfe war ich echt gar nicht aufgeregt. Ich weiß nicht warum. Ich habe echt gedacht, so wegen diese 20.000 Zuschauer und so werde ich aufgeregt sein, aber ich hatte einfach Bock. So diese Aufregung, weißt du so. Ich habe gedacht, Alter, geil, ich will da reingehen, Alter, so, weißt du? K.O. hauen. Einfach weghauen. Der Typ hat gar keine Chance. Sag dir, wie es ist. Ich denke, Ende der ersten Runde ausgechockt. Guck mal. My name is Ferin Zendedi and today in Spawning I smash Aryan. Be ready, Aryan, because I smash you today. Oh, yeah, little boy. Oh, Flori, one. Luca, du hast 2-1, warte, wir haben noch 30 Minuten zu spielen. Ja, aber ich dachte, du bist der krasseste, Alter. 57. Denken, Haare schneiden ist nur Haare schneiden, aber das ist eine Kunst. Alter, was ist das? Ach ja. Tut weh? Geht. Wir gehen jetzt was essen, machen uns fertig für die zweite Einheit. Also fängt auch bald wieder an. Und ja, man, Essen ist wichtig. Guck mal, ich zeig dir einen Trick. Nur du. Machst
geht Plappo, Alter? Was läuft, Alter? Ja, nix, Alter. Wie geht's dir? Gut. Weil seit wann bist du da, Alter? Ganz normal. Zu zerreißen, Alter. Ja? Du kannst mal liegen. Fuck! Ich dachte, du nicht, aber ich hätte dir auch. Ja, wow! Jetzt hätte ich Schwachen an, ja? Das ist mein kleiner Löwe, Alter. Falls ihr den noch nicht kennt. Tier. Jetzt fängt Sparring an. Jetzt machen wir uns so ein bisschen warm vor Sparring einfach, aber ich glaube, wenn wir drin sind, machen wir uns wieder warm. Sparring ist eigentlich das geilste Training, weil da haut man sich einfach. Und was gibt's Geileres als schauen? Generell laufen die Einheiten bei uns immer so 1,5 Stunden. Ich habe ja einen Gegner anstehen und dann, wenn mein Gegner ein Ringer ist, natürlich dann tue ich gegen viele Ringer Sparring machen. Wenn mein Gegner ein Striker ist, gegen viele Striker. Immer, man tut sich immer so anpassen, wie sein Gegner sein sollte. So passt man sich auch den Sparringsleuten an. Ich schlage immer an die Eierschnapsen und sowas. Wir sind 3 Minuten jetzt im Kampf. Wir können Blocker kämpfen. Reagiert jetzt auf den Haken. So, wie müssen wir auf den Haken reagieren? Mit dem Pushkick. Wir gehen jetzt erstmal in die Verteidigung ein. Bist du nur dafür gekommen, Alter? Was? Der Junge, der hat wirklich gar nicht Technik. Der wird am liebsten 5 Mal in der Woche Sparring machen. Oder ein bisschen Technik, Beinarbeit. Was hat der gesagt? Wir sind so arm, Alter. Wir haben nicht mal Geld für ordentliche Bandagen. Ich muss tapen, Digga. Schneid rein, er schuldet mir noch Geld für Frisur. Wo ist mein Geld? Sag mal froh, dass du nicht schneiden darfst, Alter. Sonst mach deinen Laden zu, Alter. Nur, dass du weißt, dass du keinen Schutz... Hey, ich rede mit Vato. Vato! Sag mal zu, du musst froh sein, dass du kein Schutzgeld abdrücken musst, okay? Das soll dir bewusst sein. Schutzgeld und dann noch... Ich bekomme meinen Arsch nicht. Also ist egal, wie wir es machen. Okay? Dann ist es oft gut, dass wir auf seinen Schlag abwarten. Ihn entweder schlagen lassen, pupp, und dann reinkommen. Dann warte ich mal und warte darauf, pupp, und schlag meine Kombination. Use your hands. Rosta Deke. Was, da ist was, du Arschloch, nein. Oh, nein. Hey, Mann, jetzt gehen wir ein bisschen Sauna, ein bisschen relaxen am Ende des Abends.
The best massage in the Germany. Yeah, the physiotherapy. The best, my muscle girl. 85 kilos because 20 kilos just my heart. What do you think? Ich und Darian sind jetzt ungefähr schon seit 5 Jahren, denke ich, 4-5 Jahren gute Freunde. Der Junge ist von gar nichts gekommen. Der war eigentlich total unathletisch. Jeder hat gedacht, was macht er hier? Hat irgendwie so einen Jobber rumgestrikt, aber der war super motiviert und hat schon vom Anfang an gesagt, hey, er will diesen Sport auseinandernehmen. Und seitdem hat er durchgezogen und schaut, wo er jetzt ist. Kämpft bei Octagon, größte Veranstaltung in Deutschland. Und ja, Mann, hey, aufstrebendes Talent. Easy. First round finish. Ich denke, vielleicht wird er diesmal sein Striking zeigen, aber wenn der Gegner wieder kommen will und Takedown holen will, dann wird er ihn wieder ganz locker ausschoken. Also, first round finish. Morgen fahren wir noch in die Schweiz, wir haben da morgen ein, zwei Termine, da nehmen wir euch auch noch mit. Ich feiere Schokolade übel, aber gerade so in der Vorbereitung muss ich ein bisschen runterkommen. Also das ist jetzt nicht für mich, ich bin hier gekommen für meine, ich habe kleine Geschwister. Wir nehmen das den heute was mit. Aber wäre ich jetzt selber nicht in der Vorbereitung, ich würde alles selber vernaschen. Ich brauche alles, was gibt, Getränke, Paar, ja. Einfach alles voll geplatzt. Oder wirklich voll zu platzen. Der Duftbaum von Kosovo, du weißt wie. Das mache ich gleich drauf. Nach deinem Kampf, Bruder. Nach meinem Kampf, Bruder, sowieso. Ich komme wieder, aber diese Paket, Bruder, ich habe zwei kleine Geschwister, weißt du? Super, Bruder. Die werden sich auf jeden Fall auch dick freuen auf das. Villingen in der Färberstraße 41. Kommt alle gerne vorbei und unterstützt auch meinen Bruder Ari und folgt ihm auf seinem neuen YouTube-Kanal. Diese Lieder, das was uns Energie gibt, weißt du, was ich meine? Diese Lieder geben mir Energie, vor allem in meinen Kämpfen, weißt du, so, ich push mich genau mit solchen Liedern, Bruder. Wenn ich solche Lieder höre, dann kommt mir, dann wird mir erstmal klar, so, woher ich komme überhaupt. Weißt du, was ich meine? So. Wie ich zu MMA gekommen bin, das ist eigentlich eine witzige Story. So, ich war mit meinem Kollegen, mit dem war ich immer unterwegs und mit dem haben wir uns immer gepackt und gebombt und weiß ich, so alles Mögliche, weißt du? Und der meinte, hey, guck mal, hier ist ein MMA-Gym, dies, das und so. Und ich sagte zu denen so, hey, komm, wir gehen da hin, alle, so, wir verprügeln die kurz und dann hauen wir einfach wieder ab, Bruder. Ich wusste nicht mal, was MMA ist. So. Deswegen, Leute, traut euch einfach. Geht einfach so, macht einfach. Wenn ihr Bock habt, weißt du was ich meine, probiert neue Sachen aus. Man weiß nie. Ja, gratuliere zu dem Tag. Dankeschön, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ich habe mit 20 Jahren angefangen, also relativ spät, was so einen Sport angeht. Weil die meisten Leute, wie ihr wisst, die tun von klein auf ja, Ringen oder tun von klein auf Boxen oder sonst irgendwas. Ich habe mich halt echt oft gerne geprügelt. Das war halt mein Background, so sag ich mal. Mein Cousins habe ich mich auch immer gecatcht. Das war mein BJJ-Training. Lass uns schmecken und falls mein Trainer das sieht, das ist 3 Monate vor meinem Kampf gewesen. Also das ist nicht, dass du denkst, so, wenn ihr wissen wollt, woher ich so Kraft habe, so allgemein, weißt du, so die Albaner haben doch immer Kraft, sagt man so, weißt du, das ist das, Alter, guck mal, Pite, Alter, Pite mit mich, Bruder, das ist das, was die Kraft gibt, Alter. Geistkrank, Alter. Hallo, da ist der Restaurant Plissi, der Inhaber Mirsad bin ich, Wallisellenstraße 7a, 8600 Dübendorf, Zürich. Kommt vorbei, Leute, und wenn ihr mal richtig albanisches Essen essen wollt und wo auch sehr, sehr lecker schmeckt, seid ihr auf jeden Fall an der besten Adresse. Ja, bevor die uns anhalten, ja. Natürlich, mein Ziel als MMA-Kämpfer ist hoch hinaus, irgendwann mal Champion zu werden. Also dafür tue ich auch alles. Das war auch von vornherein mein Ziel. Mit meinem Hobby erfolgreich zu werden, das ist mein Ziel. Also meine größte Motivation ist für mich meine Familie, weil ich einfach meiner Familie alles irgendwann mal geben möchte, was sie mir alles gegeben haben in meinem Leben. Und das ist meine größte Motivation. Wenn du weißt, okay, du willst was erreichen in diesem Sport, dann musst du dir jeden Tag den Arsch aufreißen. Das ist eine Herausforderung.
Weil du musst zwei, dreimal am Tag, du musst da wirklich auf der Matte sein. Und körperlich, das ist eine körperliche Belastung, weißt du? Was geht? Ich bin nur ein Körperlei. Und jeder, der wo 4 Jahre alt ist, sagt, der soll kommen. Ich bin der stärkste 4-Jährige, oder? Ist gut oder nicht? Gut. Ja, du freust dich, Mann. Also Freunde, das war jetzt ein Tag mit mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. In Zukunft werden auf jeden Fall viel mehr Videos zu kommen. Und abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, wie man so schön sagt. Ich habe keine Ahnung, was das bedeuten soll, aber auf jeden Fall abonniert, liken, teilen. Und in Zukunft werden auf jeden Fall mehr Videos kommen.